Was geht ab, Leute? Willkommen zurück zu einer erneuten dreckigen Testepisode auf meinem Dreckskanal. Heute werden wir einen unglaublichen Lamborghini Huracan Performante in einer ganz besonderen Edition testen. Ich kann es nicht glauben, wohin wir es mit diesem Dreckskanal geschafft haben. Ich weiß, ich bin schon in meinem Leben sehr, sehr kranke Autos gefahren. Von Supra Mupra bis hin zu einem R8 und dann der Honda Civic, den ich letztes Mal gefahren bin. Oder was heißt letztes Mal vor 2 Monaten? Der hatte ja auch unglaubliche 5 Billiarden PS oder so. Aber das, was wir heute hier sehen werden, das wird alle Grenzen sprengen. Ihr werdet sehen, wenn der Chabonnent hier eingetroffen ist. Eigentlich sollte er schon längst hier sein. Wir haben schon 11.30 Uhr. Pro, wo bist du denn? Ihr werdet direkt sehen, sobald er aus seinem Kfz aussteigt, aus seinem Lamborghini Huracan Performante, ihr werdet direkt sehen, wieso es nicht eine besondere Edition ist, sondern die besonderste, Digga. Das ist die krankeste. Die krankeste Performante Huracano Edition. Aber dafür muss der Chabonnent erstmal kommen, Digga. Und irgendwie kommt er nicht. Na, wir können ja aber ein bisschen Stimmung machen, solange er noch nicht hier ist. Also mach mal ein bisschen Lärm. Oh! Oh! Ich wurde hops genommen, Digga. Hier kommt keiner. Au! Ich kann direkt wieder nach Hause fahren, Alter, ohne Content. Ja! Ich höre doch da was. Da ist was ziemlich laut. Oh, kann sein, dass er in der Nähe ist. Da ist er, Digga. Ist er das? Ja! Schaut euch das jetzt mal an. Jetzt passt mal auf. Jetzt, ihr werdet gleich sehen, was ich meine, wenn er aussteigt. Oh, nein! Nein! Vielen Dank, dass du mich Lambo fahren lässt. Runter machen, komplett. Okay. Dann rastet der so ein quasi noch. Und ja. Jetzt kannst du die quasi. Ich bin halt noch nie Lambo gefahren. Und dann ganz normal auf. Aber geht's auch ganz normal auf so? Ja, ja, so und dann hoch. Hau rein, Bruder! Ciao! Scheiß auf den Lambo! Scheiß auf den Lambo, Junge! Ich hab einmal sein Portemonnaie geklaut, Junge! Hier, bam! Guck hier! Gucci! Ich habe jetzt eine Kreditkarte. Wir gehen jetzt schön einkaufen, Digga. Wir holen uns auch so ein. Bruder! Wir müssen wieder zurückfahren, Digga. Der hat bestimmt schon die Polizei gerufen. Steht er noch da? Stellt euch mal vor, der ist auch weggefahren. Ah, da ist er, ja. Da ist er. Digga, da ist er. Das war nur Spaß, Bruder. Das war nur Spaß. Aus dem Weg! Scheiße. Ja gut, Bro. Dann erzähl mal was. Ja, also. Das ist ein Seat Leon, 1.8er, Sauger. Bruder, das ist kein Seat Leon. Ja, stimmt, das ist ein Lambo. Es ist ein Lambo Huracan Performante in der Seat Edition. Und AMG noch dazu. Ah, auch noch? Ja, cool, das hast du gar nicht gesagt. Krass. Ja, wenn du dich reinsetzt, dann ist Display, Beleuchtung, Ambientebeleuchtung, alles. Oh, ja, okay. Aber das ist halt nur, wenn es dunkel ist. Gemacht wurden Fahrwerk, der ist tiefer gelegt, Auspuff, Sportluftfilter. Was hast du hier gemacht? Das ist wahrscheinlich PDC. Ja, ja, genau. Darf ich die Tür wieder aufmachen? Klar, kein Problem. Das erste Mal, dass ich mich in ein Lambo setze, Junge. Oh. Wo ist das besagte Display, das du angesprochen hast? Ach du Scheiße. Nein, nein. Was ist das? Darf ich das anziehen? Boah, Bruder. Willst du reinsteigen? Oder warte, bevor wir losfahren, machen wir die Motorhaube auf. Wir wollen uns ja die 630 PS anschauen. Oh mein Gott, guck mal hier. 200.000 PS. Ja. Das ist krank. Ein V? 16. V16! Zieh mal bitte die Brille an, Alter. Das kommt gut. Das kommt immer gut. Als Lambo-Fahrer kommt es gut, ja, Mann. Ja, gut. Was gibt's hier zu sagen? Das ist krass. Das ist wahrscheinlich. 300 PS. 300 PS. Mhm. Also nur das hat 300 PS. Ja, ja, klar. Und der Motor nochmal 6.000. Mhm. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Ja. Willst du fahren oder soll ich fahren? Traust du mir das zu? Ich traue dir das zu eigentlich, ja. Echt? Ja, top. Willst du mit? Ja. Komm mit. Oh, hier ist ja noch mehr Geld. Brudi, du bist Multimilliardär. Was ein Drip, ey. Guck dir das mal an. Hast du das selbst gebaut? Ja. In meiner Einfahrt. Wirklich? Ja. Also sozusagen alles, was an dem Auto ist, habe ich alles selber gemacht. Lenkrad kam jetzt auch noch vor kurzem rein. Ja, ich sehe es. Boah. Bruder, warte, wo ist die Brille, die Sonnenbrille? Ohne Sonnenbrille kann ich nicht fahren. Wie viel fährt der Max? Ich bin jetzt das Schnellste mit dem gefahren. 225 Tacho. 425, Alter, das ist ja schneller als der Bugatti. Boah, was ist das denn? Ist das der Sound? Ja, das ist Radio. Der hat das ist der Sound. Ja. Was, der hat Apple CarPlay? Junge, was hat der nicht? Erzähl mir, was er nicht hat. Alter, ist der direkt, was ist denn hier los? Und du kommst jetzt von wo? Koblenz. Ah, da wohnt Cisco.
Kennst du Cisco? Cisco? Nee. Das ist so ein, eigentlich der größte GTA 5 RP-Spieler der Welt. Ja, der hat einen TT. Den hat er jetzt geschrottet auf der Nordschleife. Wie YouTuber so sind, der hat sich dann einfach ein neues geholt. Nee, ein R8 hat er sich geholt. R8? Ja. Okay. Aber da kann ich ja nicht mithalten. Nee, nee, klar. Das geht nicht. Ist der warm gefahren, ja, safe, oder? Das, ja, klar. Gibt's hier einen Sportmodus? Safe, oder? Nee. Wie nee? Warte mal. Jeder Lambo hat einen Sportmodus. Ja, warte mal, wie heißt denn der Sportmodus bei Lambo? Ja, Corsa-Modus. Ich weiß es doch. Ich habe das doch gegoogelt. Erstmal muss man dieses Kabel rausziehen. Ja, ja. Dann muss man hier einmal in diesen Modus reingehen. Zack, 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 zack. Ah, hier, siehst du? Den Code eingeben. Corsa. Mhm. Passt jetzt auf. Wir fahren direkt auf die Autobahn, ja? Ja, klar. Kann man die Flügeltüren auch während der Fahrt aufmachen? Im Prinzip ja. Ja, aber, ja. Klar. Aber dann musst du ein bisschen langsamer fahren, weil die dann flattern dabei. Also die wollen dann abheben. Das Auto fliegt ab? Ja, ja, klar. Das fliegt. Aber das fliegt auch noch. Ja. Abo. Ich sehe gar nichts durch diese Brille, ey. Was ist das? Jetzt sehe ich alles. 100 km/h fahren wir jetzt. Da vorne ist gleich unbegrenzt. Kennst du die Strecke von den Videos? Ja, ja, ich kenne. Oder vielleicht guckst du ja gar nicht die Videos. Ja, doch. Vielleicht hast du einfach. Hast du mit dem M8 mal hierher geheizt, ne? Nein. So, ich halte jetzt ganz geschmeidig in den vierten Gang. Wir haben hier unbegrenzt. Linke Spur. Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ey! Weißt du noch damals? Ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast mit dem R8. Ja. Kannst du in die Mülltonne kloppen, das Ding. Klar. Was ist denn das hier? Digga, das geht ja vorwärts. Wir sind hier schon bei 428 km/h. Boah, der fällt auseinander, Bro. Ich hab ein bisschen Angst. 380. Oh mein Gott. Alter, ist da hinten alles in Ordnung? Ja. Hast du keine Angst? Nein. Ja, ich hab aber Angst, Digga. Kennst du Chabo? Das ist so ein Keck, den musst du nicht kennen. Scheiß auf den. 180, 380 meine ich. 480, 580, 680. Rekord gebrochen, Weltrekord. Schneller als ein Düsenjet. Gut Test. So hupt also ein Lambo. Und was ist das? Ist das sowas wie... Das ist eine 12 Uhr Markierung. Für was? Damit du weißt, dass es 12 Uhr ist. Boah. Oh, mit Cupholder. Lambo mit Cupholder. Heftig. Aber die Blume gefällt mir sehr gut. Ja, die hat Drip, gell? Ja. Das hast du doch deiner Freundin geschenkt wahrscheinlich, oder? Ja, ja, klar. Nee, die hat es mir geschenkt, deswegen. Ah, ja. Heutzutage macht man das andersrum. Haben wir grün? Ich sehe es nicht durch die Sonnenbrille. Ja, ist grün. Wow, der Sound. Wir müssen noch einen Soundcheck machen. Können wir gleich. Guck mal, wie neidisch die gucken. Ich sehe es doch, Digga. Boah. Wäre ich eine Frau, ich wäre auch mit dir zusammen. Allein nur wegen diesem Auto. Kein Kommentar. Unterführung. Weißt du, was hier ansteht? Kurvenlage werden wir jetzt von dem testen. Und du hast ja gesagt, der ist ja tiefer gelegt worden. Ja. Um 60 cm. Aus dem Weg da! Wie auf Schienen! Danke fürs Vertrauen. Hast du einen Kofferraum? Einen Kofferraum habe ich auch. Bumfest, den musst du mir machen. Können wir das machen, wirklich? Mhm. Weil ich meine. Also, ja, das alles okay, ja. Ja, alles. Ich habe normalerweise nie so Frauen als Real-Life-Publikum da. Und es gibt so einen Test, den ich immer mache mit meinen Abonnenten und mit den Autos. Dieser Test nennt sich Bums-Test. Ah. Und falls es jetzt ein bisschen cringe für dich wird, kannst du einfach weggucken. Warte, Bro, chill. Nicht so schnell. Ich will das selber machen. Okay. Lambo Huracan Performante in der Seat Edition mit Flügeltüren. Aha. Theoretisch könnte man jetzt auch so aussteigen. Theoretisch, aber, ja. Digga, wer macht das bei so einem Auto? Digga, das ist ja richtig dumm, wäre das ja, aber man will ja angeben. Ja. Hier ist ein bisschen Rost. Das ist normal, das gehört dazu. Wir machen jetzt den Bumstest. Boah, wie das aussieht, Digga. Warte, ich muss mir das erstmal nochmal anschauen, bevor wir den Bumstest machen. Alter, bam. Oh, mit der Sonnenbrille. Bumstest mit der Sonnenbrille gleich. Also, ja, Bumstest. Kofferraum geht wahrscheinlich ganz normal auf. So. Wie bei VW auch. Was ein Design, guck dir das mal an. Das sieht zerkratzt aus, ist es aber gar nicht. Das ist italienisches, spanisches Design. Achtung, es wird ein bisschen cringe. Ey, hier ist Essen. Das war mal Essen. Das war Essen. Das essen wir später. Wir müssen nicht mehr Maggis gehen. So, hier ist auf jeden Fall extrem viel Platz. Also Bumstest schon mal bestanden, obwohl ich es nicht gemacht habe. Aber wir werden es trotzdem jetzt mal machen. Note 6-. Ich fand's gar nicht so cringe. Okay. Ja, ist geil, finde ich auch. Soundcheck. Gib Gas, gib Gummi! Oh. Oh.
Krank, Bruder, krank. Du hast es geschafft. Das war's mit dem Video. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Eigentlich hat es mir gar keinen Spaß gemacht, aber ich habe dich halt nur ausgenutzt, um dieses Fahrzeug einmal fahren zu dürfen. Das darf man jetzt auch hier erwähnen. Und ich wünsche dir einen angenehmen. Dann wünsche ich dir viel Spaß auf deiner weiteren Reise. Hau rein. Wollen wir das Video jetzt beenden? Machen wir, ja. Kein Bock. Wir machen das Video weiter. Was ist das für ein Auto? Ein Lamborghini Huracan in der Seat Edition. Eine Sache hast du vergessen. Performante.